setzen. Wir hätten viel mehr gerne über Bildung gesprochen, über unsere Ideen, wie wir uns die Schule von morgen vorstellen. Weil wir können es als Chance nutzen. Die SPD war die letzten 35 Jahre im Bildungsministerium und wir wissen alle, da ist ziemlich viel schiefgegangen und eine Schulreform hätte schon längst stattfinden müssen. Aber wir können jetzt darüber jammern, wir können es aber auch als Chance verstehen. Als Chance verstehen, Schule und Bildung wieder von neu aufzusetzen, neu zu denken. Es ist so wahnsinnig wichtig, auch in der Schule, hört sich komisch an, aber auch in der Schule sollen die Kinder und die Jugendlichen Spaß haben zu lernen. Und die Lehrenden sollen Spaß haben zu lehren. Und deshalb braucht es multiprofessionelle Teams, um Lehrende zu entlasten und sich individuell um jedes Kind kümmern zu können. Und deswegen ist mein Lieblingsplakat in diesem Wahlkampf, wie heißt es, jede Chance oder beste Chancen für jedes Kind. Egal, ich weiß Kinder es nicht. Kinder an erster Stelle. Ja, Kinder an erster Stelle. Kinder an erster Stelle. Kinder an erster Stelle. Gleiche Chancen für jedes Kind war bei mir gerade im Kopf und ich kam nicht drauf. Ich bin einfach auch schon durch. Auch, ne? Ja. Genau. Ja, also es geht darum, dass jedes Kind gleiche Chancen hat, dass individuelle Lernförderung möglich ist und Spaß. Selbstwirksamkeit, gerade bei den älteren Schülern, Demokratie in der Schule schon zu erleben, mit zu gestalten, wirksam zu sein und zu erfahren, wenn man miteinander redet, wenn man miteinander konstruktiv streitet, dann kann man auch zu guten Lösungen kommen. Und das ist doch wichtig, dass man das in der Schule schon erfährt, damit man es dann, wenn man aus der Schule rauskommt, weiß, wie es funktioniert, weiß, wie es in der Politik funktioniert, weil da ist es ja nicht anders. Auch wir müssen uns mit unseren Partnern zusammensetzen, sowohl mit den politischen Partnern, aber eben auch mit den Akteuren vor Ort. Wir müssen besprechen, was wollen wir eigentlich? Und wir müssen Lösungen gemeinsam finden. Und da kann nicht einer durchregieren, wie er es gerne machen würde, sondern er muss sich mit seinen Partnern hinsetzen und schauen, wie ist die beste Lösung, die wir zusammen auf die Reihe kriegen.